Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen leckeren Tomatensalat zeigen mit Feta-Würfeln. Das Rezept habe ich euch wieder als Bild fertig gemacht und schreibe ich auch wieder in die Infobox. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Wir fangen als erstes an, die Tomaten zu schneiden. Ich habe hier einen bunten Mix genommen. Schwarze Tomaten, kleine Cherry-Tomaten, ein paar Roma-Tomaten. Dann nehmen wir als erstes den Stiel ab und dann werden die halbiert und der Strunk rausgeschnitten. Und dann schneide ich die einfach alle klein. Dann verschnellern wir das Ganze mal, damit es nicht langweilig wird. Bei den Cherry-Tomaten habe ich einen Tipp für euch. Die meisten schneiden die Cherry-Tomaten einfach nur so einzeln und halbieren sie. Dann habe ich auch schon mal einen Tipp gesehen im Internet, wo die einen Teller draufgelegt haben, aber das braucht man eigentlich nicht. Ihr nehmt einfach so viele Tomaten, wie in die Hand passen, legt eure Hand drauf und dann schneidet ihr alle auf einmal durch. Fertig. Das machen wir jetzt mit allen Cherry-Tomaten. Die kommen dann in eine Schüssel mit einem Sieb. Dann werde ich die schon salzen und ein paar Gewürze drauf machen. Und dann lassen wir die einfach entwässern, damit die nachher richtig schön tomatig schmecken. Bisschen durchmischen, dann wieder ein bisschen salzen, damit auch alle Tomaten ein bisschen Salz abbekommen und richtig schön viel Flüssigkeit rauskommt. Das tropft jetzt so vor sich hin. In der Zeit können wir schon Zwiebeln schneiden. Bei den Zwiebeln schneide ich meistens das Ende ab, dann werden die halbiert. Anschließend nehme ich meistens die erste Schale ab. Und dann werde ich sie in kleine Würfel schneiden. Um eine Zwiebel in kleine Würfel zu schneiden, fängt man an der Seite einzuschneiden, zum Strunk hin, dann nach unten schneiden, so groß wie man die Würfel haben will, und am Ende schneidet man einfach runter in die Würfelgröße. Das Ende kann man dann einfach umklappen und auch nochmal klein fein schneiden und dann hat man alles erwischt. Oder man hebt sich das Ende auf und schmeißt es dann beim nächsten Mal irgendwo in die Soße. Dann drücken wir noch ein bisschen, damit die Tomaten noch ein bisschen mehr entsaften. Aber nicht zu doll, eure Tomaten sollen nicht zu matschig werden. Das sieht schon schön bunt aus. Ich habe die jetzt noch eine Viertelstunde ziehen lassen, die Tomaten. Jetzt nehme ich das Sieb erstmal runter und packe die Flüssigkeit im Topf, damit wir das aufkochen können. Da packe ich dann die anderen Gewürze noch rein, die ich euch aufgeschrieben habe. Ein bisschen Butter. Und dann lassen wir das erstmal aufkochen. Wenn das dann kocht, dann schmeißen wir das Lorbeerblatt rein und lassen das erstmal 2-3 Minütchen kochen. In der Zeit können wir schon mal unsere Tomaten in eine Schale umfüllen. Dann kippen wir einen guten Schluck weißen Balsamico-Essig zu unserem Tomatensaft, lassen das noch einmal kurz aufkochen und dann lassen wir es abkühlen. Wenn das Ganze dann abgekühlt ist, kippen wir das durch ein Sieb zu den Tomaten, rühren einmal um und können dann schon abschmecken mit Salz und Pfeffer. Jetzt haben wir uns einen Toast getoastet und nehmen uns noch eine Knoblauchzehe. Dann machen wir einfach die Schale ab und halbieren sie. Solange das Toast noch warm ist und schön knusprig, reiben wir das mit der Knoblauchzehe ein, damit wir ein schönes Aroma auf das Toast bekommen und das nicht ganz so langweilig ist.
Wir hätten natürlich auch Baguettebrot irgendwie in Scheiben schneiden können oder anderes Brot in der Pfanne rösten mit ein bisschen Butter. Aber meistens sollte es ja ganz schnell gehen, wenn man einen Tomatensalat gemacht hat. Dann toastet man sich einfach einen Toaster zu und dann richten wir auch schon an. Wenn das Toast angerieben ist, einfach auf den Teller, bisschen Tomatensalat dazu, dann meine Fetawürfel, die habe ich schon fertig im Glas gekauft, mit ein paar Oliven. Dann kommen noch ein paar Kräuter oben drauf und ein guter Schluck Olivenöl. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.